das war in der Tat das erste Mal, dass ich so ein Video aufnehme und eine derartige Story veröffentliche, wo ich quasi in die Kamera spreche. Ist aber auch, denke ich, notwendig, weil, oder besser gesagt, vorab möchte ich ganz klar sagen, in diesem Video möchte ich niemandem ans Bein pinkeln, niemandem schaden, niemandem was Blödes, nur ich denke, es ist auch mal sinnvoll, dass auch Außenstehende oder Leute, die vielleicht die Möglichkeit haben, auf etwas hinzuweisen, was leider gerade so ein bisschen in der Masse untergeht, ihren Senf dazugeben. Und zwar geht es um ein Video von einer Firma, die in die Insolvenz gegangen ist. Da ist jemand, der hat ein Video aufgenommen. Und in diesem Video werden ganz viele Sachen gesagt, die faktisch so nicht stimmen. Jetzt haben ehemalige Mitarbeiter den Mut zusammengenommen und haben dazu ihre Meinung abgegeben als Kommentar unter dem Video.